Hallöchen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. Ich habe mal gepennt jetzt in der Höhle. Bin dafür nochmal extra rein, weil ich wusste, dass hier draußen haben wir wahrscheinlich keine Ruhe. So, meine Kleinigkeit futtern, ein bisschen was trinken und dann düsen wir los, ne? So, lecker Püschchen heute. Gebratene Püsch von vorgestern. Besonders lecker. Besonders schmackhaft. Komm, sollten wir auch beide aufessen, sonst werden die schlecht. Das Fleisch heben wir auf, das hängen wir zu Hause auf. Ja, mal gucken. So, ein Schlückchen aus der Pulle. Und dann noch ein Schlückchen Greg. Dann ist der auch alle. Dann müssen wir kurz den Topf einmal auffüllen. So. Den Roller holen wir gleich. So, müssen wir denn unterwegs noch ein paar Zutaten sammeln? Ja. Mal gucken. Auch so weit ist der Weg nicht. Ich denke, wir werden da niemanden mehr groß treffen. Und wenn, dann nur die kleinen Buckligen. Blick und Flack. So, wo müssen wir denn lang? Eigentlich hier so geradezu hoch, ne? Komm, steig mal auf den Roller. Na? Ist wieder so dichter Wald hier. Wir müssen eigentlich den einen Fluss hoch. Lass uns mal bis zu dem Fluss fahren. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das wieder für dich hier zu tief ist mit dem Roller. Der ganz vorne der Fluss war das, ne? Ja, dann brauchen wir den nämlich nur hoch und der endet direkt an unserer Base. Ist eigentlich sich geil zu merken so. Und das hier von dem Hauptsee aus. So. Ja, hier bauen echt viele an dem See. Hier gibt es Ressourcen noch und nöcher. Allerdings leider auch Gegner noch und nöcher. Aber es ist schön hier zu bauen. Ich habe auch ein Privatspiel hier. So, der ist es schon, ne? Ja, der ist es schon. Aua. Na gut, einmal mussten wir ja stürzen. Wir sind ja so weit durchgekommen, so gut. Aber klar, da muss ja was passieren. Immer ab und zu mal so springen auch im Einrad, dann fliegt man selten auf die Presse. Oder man kommt hier so einen Berge hoch, aber den nicht. Also Roller in der Hand und ab jeder. Guck mal, den Rest können wir laufen. Sind ja schon fast zu Hause. Obwohl, gerade mal mit dem Roller die Hälfte geschafft hier. Warte mal, Moment. Da steigen wir doch glatt nochmal auf. Ne, Flick? Dich lassen wir mal hier allein. Oh, hier ist auch ein schöner See. Der ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Lasst uns mal... Hi, Flick. Lasst uns mal schauen. Guck mal, ein Seil zum Beispiel. Seile sind ja wichtig, ne? Wegen der Knochenrüstung. Haben wir auch keine mehr gehabt. Sehr gut. Sehr schön. Zwei Seile, drei Seile. Kann man machen, ne? Hi, Flick. Seht ihr, was ich meine mit der Aggressivität? Wir haben die als eine Stufe runtergestellt. Also nicht mehr auf allerhöchste Stufe. Und prompt greifen Flick und Flack auch nicht sofort an. Und das war schon so ein bisschen lästig, muss ich sagen. In der vorigen Ausgabe. Hat mich so ein bisschen genervt, dass sie die Aggressivität, ne, dass sie wirklich sofort zugeschlagen haben. Du konntest sie nicht mal, du konntest halt nicht mal zugucken oder so. Oder irgendwie dir mal Spaß mit denen machen. Ich bin ja einer, ich quatsch dann ganz gerne mal mit denen und renne mal auch um die rum. Aber da waren sie einfach nur lästig wie die Schmeißfliegen, muss ich sagen. Ne? So, Chicorée wächst hier. Wartet mal kurz, den haben wir noch gar nicht. Lasst uns mal einmal futtern. So. War hier noch, hier war doch noch mehr Chicorée.
Wir sind zu Hause, meine Lieben. Wir haben uns schon ein geiles Häuschen da oben hingezimmert, ne? Also so von der Gegend her, da kommt keiner so leicht hin, wenn ich das mal von hier betrachte. Das ist sowieso ganz geil, so oben auf der Klippe drauf. Wenn man sich den ganzen Weg hier rummachen muss, braucht man nur auf der Seite abriegeln. Dann hätten wir hier Ruhe schon mal auf der Seite. Einfach eine Wall ziehen von hier. Eine Palisade rüber zum Berg. Na, mal gucken. So. Home sweet home. Jetzt heißt es mal kurz den Roller schnell verprachtet. So. Und dann überlegen wir mal, dass wir hier mal so ein bisschen weitermachen, ne? So, wir waren jetzt so lange unterwegs, ich habe schon wieder völlig vergessen, was ich alles geplant hatte. so. Na gut, das zuallererst, wenn man nach Hause kommt, müssen wir erstmal Feuer anmachen, ne? Das ist erstmal das Wichtigste. Mal vielleicht ein bisschen Fleisch grillen oder aufhängen. So. Wir haben noch gar kein Essensgestell, ne? Oder? Hatten wir sowas? Nee, ne? Ich würde sagen, wir bauen uns mal eins hin. Mir ist aufgefallen, hier gibt es gar keine Waschbären, ne? Bei uns hier. Wir packen mal ein paar Stöcke in die Lager. So, wir haben ja ordentlich mitgebracht. 10 Stöcke hatten wir nur bei. War mir nicht voll? Das geht ja mal gar nicht. Ach ja, ich habe ja welche verbraucht für den Essensständer. Ich dachte gerade, ich habe doch 20 Stöcke bei gehabt. Na gut. So. Haben wir mal alles hier ein bisschen abgegrast? Ja. Wir gehen mal hier an den Fluss kurz. Ich will mir mal einen Überblick verschaffen. Zwecks. Später will ich eine Seilrutsche haben von meinem Haus runter zum Fluss. Damit man da im Winter auch dann Trinkwasser holen kann. Auch so, im Sommer natürlich. Aber wir haben hier fließendes Gewässer, das heißt, wir werden auch im Winter versorgt. Hier bis hierhin, glaube ich, wird das was. Mal hier ein bisschen freiräumen. So. Oh, ein Stock. Schön. Apropos Stock. Die haben ja schon ordentlich gerodet. Vielleicht finden wir noch ein paar Stöcke rumliegen. Ja. Dann nehmen wir die auch noch mit und dann gehen wir erstmal kurz ein bisschen basteln. Ne, wir haben noch viel zu tun, die ganzen Wände und alles. Ne? Da fehlt uns noch ein bisschen was. So fühlt man sich jetzt noch nicht heimisch. So. Okay, Stämmchen. Lager ist voll. Kelvin war fleißig. Mal gucken, wie lange der braucht, der Oppel. Mal erst ein Dach drüber. Nee, lass uns mal erstmal Wände reinziehen. Geht das von hier? Nee, das war wieder so klar. Da muss immer. Ganz komisch. Ne, wenn ich jetzt einen Stamm hinlege, dann geht es. Passt auf. Guck. Komisch. Ja, ist halt Sons of the Forest. Ja, muss man nicht verstehen, aber ist halt so. So. Kelvin! Aber dadurch, dass wir auch ein paar Ingame-Tage unterwegs waren, auch Real-Life-Tage, sind die Bäume schon nachgewachsen, ne? So ein paar außenrum. Die werden dann wohl gleich wieder leiden müssen. Ein bisschen Greg ist auch noch am Wirken. Vielleicht fällen wir erstmal die Bäume, bevor der Greg ausläuft. Ist ja auch noch mal ein Baumstammlager, habe ich ja völlig übersehen. Das haben wir auch noch gebaut, ja, ich weiß noch. Mit der Kelvin nicht so weit laufen muss. Ne, was tun wir nicht für unseren Kelvin? So, die Stöcke packen wir kurz mal noch mal weg. Haben wir nämlich schon wieder voll gekriegt. Und so, haben wir das Lager auch voll. So, hier können wir jetzt endlich was pflanzen. Und zwar, was haben wir denn Schönes? Glaube ja, ich habe doch einen Haufen Blaubeersamen gefunden. Brombeeren oder Lachsbeeren? Lass uns mal Lachsbeeren pflanzen.
Da hat der liebe Kelvin was zu futtern. Auch wie ich heute an den Kelvin denke, ey, schon zum dritten Mal jetzt in der letzten paar Minuten. Ich bin heute richtig sozial. Was los, ey? Ne? Was los? So. Ah ne, da mache ich mal noch nicht zu. Aus dem einfachen Grund, dass man da noch besser rauslaufen kann, wenn die Baumstämme holen. Also ich lege ja immer ganz gerne immer erstmal unten lang einen Baumstamm immer rein, damit man so ein bisschen sieht, die Aufteilung, später auch wenn man Räume macht. Denn macht sich auch danach besser, wenn man dann immer mit zwei Stück kommt, dann geht es genau auf. Ja, so. Das müsste eigentlich jetzt mit der Treppe auch klappen. Dass wir das zukriegen, ne? Das hatte ich ja alles soweit geplant. Ach du Scheiße, nein. Das wird nichts. Da werden wir wohl noch ran müssen. Das kriegen wir hier, glaube ich, nicht zu. Wobei, ich brauche ja nur eine gerade Wand hoch. Ich muss mal gucken. Oh ja. Oh, der Krieg ist alle. Okay. Dann müssen wir langsam mal dafür sorgen, dass hier mal Flick oder Plack vorbeikommt, ne? Schade. Dann werden wir wohl ohne Krieg Bäume fällen müssen. So leid es mir tut. Wir könnten auch noch mal eine Trinkschale aufstellen. Haben wir noch Schildkröten? Wir haben ja welche mitgenommen. Okay. Ich muss das hier wahrscheinlich noch mal wegbauen. Da bin ich mir fast sicher. Oh nee. Ich glaube, es klappt. Das kann man einfach hochziehen jetzt, die Wand. Ey, Kelvin. Jo, was geht, ey? Na, alles schick, mein Bester. Du bist, hoffe ich, doch auf... Na, ich stelle ihn mal auf Machpause. Ich weiß nicht, eigentlich, wenn man einlädt, eine neue Session, dann ist der immer automatisch auf Machpause gestellt. So. Na, was ist los jetzt? Weiter will er nicht, oder was? Das ist ein Spielverderber. Das ist ein Spielverderber. Wenn nicht, muss ich echt die Treppe nochmal abbauen. Ich habe gar keinen Bock. Mist, verdammt. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, ne? Das werden wir wohl machen müssen. Okay. Auch das ist Sons of the Forest. Ne, wegbauen, hinbauen, wieder wegbauen, wieder hinbauen. So. Und jetzt sollte das doch gehen, wenn man jetzt nämlich die Wand hochzimmert. Müsste er ja eine Treppe reinzimmern lassen, ne? So. Na, klappt doch. Na, ist doch wunderbar. Warum der sich auch immer gleich erst so anstellt, ne? Kann er mir doch gleich die Treppe geben. Dann spare ich mir die ganze Rumgebastelei. So. Und du kommst jetzt hier wieder rein. Sehr schön. Und wenn ich das jetzt noch zubekomme, dann bin ich zufrieden. Da ist kein Baumstamm mehr hingerollt. Okay. So, das kriege ich ja zu, das weiß ich, ne? Sehr schön. Ach, wie das wird. Ist das herrlich. Ist das herrlich. Kelvin, mach dir keine Mühe, du mein Bester, ne? Ich mach das hier schon.
Du, kein Problem. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun hier. So. Na gut, jetzt machen wir das Ding hier auch zu. So. Kelvin, kannst gleich Baumstämme holen gehen. Aber wir haben ja jetzt die Seilpistole. Da werden wir uns vom anderen Lager die ganzen Stämme mal hier rüberschießen. Da müssen wir nicht so latschen, ne? Das machen wir jetzt hier vorne noch leer. Da. So. Okay, Seilpistole. Aber da kann man den Kelvin nicht sagen, der soll die Lager voll machen, weil der haut die uns sonst, der klaut uns sonst die ganzen Baumstämme wieder, ne? Der kleine Sack. Komm, steck mal die Pistole weg. Kurz nachladen. So. Ja, hier ist eine gute Position. Sehr, sehr schön. So, guck dir an, Kelvin, was wir leisten hier. Ja? Schau dir an, was wir leisten. Ja, alles gut? Alles okay? Ja, sagt er. Alles gut. Er wollte nur mal schauen, was wir hier so treiben. Ne? Will uns ja gleich helfen, hat er gesagt. Aber er hat kurz noch was zu erledigen. Er kommt gleich wieder. Ich überlege, ob ich ihm jetzt trotzdem den Befehl gebe, die Lager zu füllen. In der Hoffnung, dass wir schneller die Sachen, die Stämme verbasteln können. Wie er uns klaut. Obwohl. Nee, 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 nee. Nee, nee. Wir bauen mal erstmal ein bisschen. So. Oh, ich höre den Hubschrauber. Ein Hubschrauber? Schade, dass wir das Fernglas noch nicht haben. Okay. Ja, der verfolgt uns hier auf der Insel. Der wird uns öfter mal ausspionieren, glaube ich, hier. Na, der steht jetzt da oben und guckt, was wir machen, ne? Bringt ihm aber nichts. Wir gehen nicht. Wir lassen uns nicht vertreiben. Ups. Ich hänge in der Treppe. Gut. Da hat er wohl nach der Seilbahn gegriffen, der Mann. Oh, welche himmlische Ruhe, wenn der Hubschrauber weg ist. Ist es schön. Wie das. Die Vögel zwitschern wieder. Obwohl mir fällt auf, hier zwitschern gar keine Vögel bei mir. Hier gibt es keine Vögel oder wie? Kann ich mir nicht vorstellen. War kein schönes Vogelgezwitscher. Aber auch kein Plätschern von irgendeinem Wasserfall oder so. Trotzdem man Trinkwasser gleich um die Ecke hat. Das ist echt super. Gut gelegen hier. Kelvin, komm mal bitte her, mein Bester. Bist du mal so nett und holst mal bitte Stämme und füll unsere Behälter auf. Das machst du doch so gerne. Ja, und wenn du eins kannst, dann Stämme schleppen und Stämme anspitzen. So, hier liegen gleich die ersten. Greif zu. Zur freien Verfügung. Ich guck mal, dass ich dir noch ein paar hier oben umschlage. Leider ohne Greg.
Das wird ein bisschen dauern. Ich bin dann so schwach auf der Brust hier. Ich brauche meinen Crack. So. Hallo. Boah, ist das lästig. Und den hier auch noch. Den kriegen wir auch noch klein. Was, wer bist du denn? Ein Stockibaum. Nehmen wir den hier auch noch? Ja, allokisch. Schon wieder. Hallo? Können Sie mal bitte umfallen? Ich muss sie dekorativ in meinem Haus befestigen. Ah, Kelvin, Arbeit. So, haben wir noch ein paar Bäumchen. Wenn wir schon mal gerade dabei sind, meine ich, weißt du? Dann hören wir jetzt auch nicht gleich wieder auf hier. So. Kriegen wir den hier ohne abzurutschen? Nee. Ich glaube nicht. Ich muss gegensteuern. Seitwärts gegensteuern. Auch lustig. So. Okay, Kelvin, mein Bestes da. Oh! Mein Crack! Mein Crack! Mein Crack! 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 Oh, noch ein Crack. Nein, meine Ach du Kacke. Wieso hat er die Sprengpfeile eingestellt? Mist. Ich wollte doch keinen Sprengpfeil verschwenden für den, ey. Ja, ja, mein Bester. So sieht das nämlich aus hier. Wo ist mein Pfeil jetzt hinten? Da. So. Oh. Bleib da. Bleib da. Kollege. Ich will nicht in Richtung des Abgrundes schießen, dann sind meine Pfeile weg. Vielleicht sollten wir Kelvin mal losschicken. Auf jeden Fall habe ich schon mal was zu futtern. Oh, wie sich das anhört. Aber so ist das Leben, ne? Ein Geben und Nehmen. Ach, Kelvin ist es. Okay. So, bock mir mal ein bisschen was, mein Freund. Ich habe Kohldampf. So, Keule und Geflügel und Flügel. So. Müssen wir uns Knochen brutzeln? Ich weiß es gar nicht. Aber ich sag mal, kann ja nicht schaden. Wenn sie da sind, sind sie da, ne? So. So. Lagerfeuerchen. Kelvin, Lagerfeuerchen. Ja, meine Lieben, das hat doch gut geklappt, oder nicht? Alles eine Frage des Timings. Kelvin sammelt jetzt mal weiter noch unser Lager voll. Und ich würde sagen, für uns, meine Lieben, war es das heute hier gewesen. Nächste Folge basteln wir noch ein bisschen weiter im Haus, denke ich mir. Ne? Ein bisschen Entspannung brauche ich schon noch. Und dann schauen wir mal, was wir dann noch alles hier so Schönes unternehmen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne liken und kommentieren. Und ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dahin, schönen Tag euch. Tschüssi.